der vorletzte Beitrag so in dieser Serie. Beim nächsten Mal in 14 Tagen würde ich vorstellen, die Freudsche Deutung, seine sehr umfangreichste Literaturdeutung, die er da verfasst hat, anhand der Novelle Kadiva von Wilhelm Jensen. Und da hatte ich den Wilhelm Jensen mal näher untersucht und einige interessante Dinge über ihn herausgefunden und festgestellt, dass das auch wieder so typisch ist. Freud baut sich gerne so seine Deutungen zurecht, ohne das mit der Wirklichkeit abzugleichen. Und wenn er dann enttäuscht wird, weil die Wirklichkeit eben ganz anders aussieht, als er sich das ausgemalt hat, ist er beleidigt und fängt dann eben an, diesen Schriftsteller zu entwerten und schlecht zu machen. Das wird von seinen Kollegen, Kolleginnen bis heute übernommen. Da, in dem Bereich war mir damals auch so einer der, ja, meiner wichtigsten Erfolge, würde ich sagen, gelungen. Ich hatte bei meinen Recherchen dann irgendwann war ich auf die Briefe gestoßen, die der Freud an den Jensen geschrieben hatten. Die galten 100 Jahre als verschollen und ich konnte sie dann erstmals publizieren, sodass man nachlesen konnte, was der Freud selbst an den Jensen geschrieben hatte. Aber das gibt es dann beim nächsten Mal. Und ja, jetzt haben wir die 2 bis 3 Minuten überbrückt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir anfangen, wenn es da jetzt keine gravierenden Einwände gibt. Also wie gesagt, offensichtlich ist der Max noch anderweitig beschäftigt, aber wir fangen dann schon mal an. Und genau, ich biete an, heute, dass wir uns mit dem Mythos vom Narzissmus auseinandersetzen. Also da ist ein Begriff geschaffen worden, der eine bestimmte Wirklichkeit behauptet und der aber, das ist eben so mein Vorwurf, eben auch eine sehr spezielle Ideologie sehr schnell transportiert. Beim letzten Mal hatte ich eben sehr ausführlich etwas über diesen Mythos erzählt und heute wollte ich eben etwas zu diesem Begriff Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung sagen. Erster Punkt wäre, sind das überhaupt zuverlässige Begriffe, da möchte ich erstmal schon ein kurzes Schlaglicht drauf werfen. Der zweite Punkt, dass ich eben erstmal auch direkt darstellen möchte aus der therapeutischen Praxis, was mit diesem Begriff, mit dieser Diagnose alles gemacht werden kann, dass das eben ziemlich verhängnisvoll ist, was damit getan wird. Als drittes möchte ich dann erstmal auch nachvollziehen, wie entsteht dieser Begriff eigentlich. Also der wird von 2 Männern geschöpft, von Havelock Ellis und Paul Näcke, 1898, 99 und dann 1914 von Freud quasi okkupiert und ganz eigenmächtig umgestaltet. Und das Interessante ist jetzt, wenn man betrachtet, durch das, was dieser Begriff heute eben als Verständnis von Narzissmus in die Welt gesetzt hat, wenn jetzt heute sogenannte Fachleute mit dieser Brille auf den Mythos gucken, also den Mythos, den ich ja beim letzten Mal in all seinen Facetten dargestellt habe, der wird dann zum Teil auch tatsächlich sogar vollständig, in der Regel eher nur in verschiedenen Aspekten, aber immerhin auch auf einer breiteren Ebene dargestellt und da wird jetzt sozusagen mit dem Wissen um Narzissmus, diesem wunderbaren, ehrenwerten Jüngling, alles Mögliche an seltsamen Dingen unterstellt. Und das finde ich eben zum Beispiel seltsam oder bezeichnend für diese Zunft. Also das wollen Psychologen sein, die kriegen da eine Geschichte erzählt und stülpen da dann aber im Grunde ganz gegenteilige oder absurde Deutungen dieser kurzen, knappen Geschichte über. Und ja, da können wir dann am Ende noch ein wenig diskutieren. So, aber um jetzt erste Eindrücke zu vermitteln, was ist überhaupt mit diesem Begriff los? Da zitiere ich jetzt ein Buch von Jochen Peichel, das ist so ein typischer Bestseller-Autor in diesem Bereich. Also alles, wo Narzissmus draufsteht, das verkauft sich ja auch unglaublich gut. Und der kommt dann mit dieser These, warum es auch gut ist, Narzisst zu sein,
Grüsel Verlag 2017. Und da kann man jetzt auf Seite 14 bis 26 folgende Aussagen lesen, also das sind wörtliche Zitate. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Narzissmus geht uns alle an und ist bei jedem von uns mehr oder weniger stark als Persönlichkeitsdimension ausgeprägt. Und das dann in der Skala von 0 bis 10. Dann sagt der Narzissmus ist kein krankhafter Ausdruck von Gestörtheit. Dann sagt er aber andererseits, Narzissmus ist die ungesunde Form der Selbstliebe. Also nicht krankhaft, aber doch ungesund. Naja, was denn jetzt bitte? Und dass es so etwas wie einen guten Narzissmus geben muss, legt schon das Bibelwort nahe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also aus diesen paar Aussagen auf den ersten Seiten kann man sich jetzt eben rausnehmen, was man jetzt gerade will. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch mit Absicht passiert. Der Herr Peichel ist auch ein Hypnotherapeut. In der Hypnose weiß man, eigentlich ist es gut, wenn man sein Publikum, seine Zuhörer verwirrt, weil wenn der Verstand beschäftigt ist, dann lassen sich eben besser Dinge suggerieren. Etwas wissenschaftlicher hat sich damit beschäftigt ein Robert Mestl, das ist 2019 publiziert, Diagnostik der narzisstischen Persönlichkeit. Und da berichtet er von quasi Experiment, das er im Jahr 2007 bei einem DGPPN-Symposium gemacht hat. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie, glaube ich. Und was er da gemacht hat, er hat ein Interview geführt mit einem Mann, den man vielleicht als narzisstische Persönlichkeitsstörung hätte diagnostizieren können. So nach den Regeln der Kunst, also das nennt sich dann Skit-2-Interview. Und habe dieses Video von diesem Interview dann Experten vorgespielt. Darunter waren zwei Ärzte, Psychologen. Also er hat ja seine Stichprobe da ausführlich beschrieben. Es waren vier Frauen und neun Männer dabei. Es waren sieben, die eher verhaltenstherapeutisch orientiert waren und sechs, die eher aus der gegensätzlichen Ecken kamen, aus der psychoanalytischen oder psychodynamischen Ecke. Es waren sieben, er nennt das Experten, also eher Theoretiker, und sechs Kliniker, also eher sechs Praktiker. Er schreibt oder er benennt die dann auch noch mit Namen. Das sind eben diese 13 Leute hier. An erster Stelle Professor Peter Fiedler, Dr. Tilman Grande, der Robert Mestl selbst und dann eben auch Praktiker, die sind hier aufgelistet. Und jetzt gibt es ja sozusagen, um diesen Begriff narzisstische Persönlichkeit zu schaffen, gibt es da jetzt so ein Diagnosemodell. Es gibt neun Kriterien, also zum Beispiel grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit oder Fantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz und Schönheit. Und da sagt man jetzt eben, wenn fünf von diesen Kriterien erfüllt sind, dann handelt es sich hier um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und jetzt sieht man aber hier, jetzt ist hier aufgelistet, bei dem ersten Kriterium, sieben sagen nö, drei eventuell, drei sagen ja. Mit den Fantasien grenzenlosen Erfolgs, da ist man sich schon relativ einig, zehn sagen nein, einer eventuell, zwei sagen ja. Und so geht das weiter. Also man merkt, es ist ein ziemliches Durcheinander. Also das ist nicht irgendwie sehr einheitlich, dass das sozusagen, da merkt man, dass diese Kriterien wohl offensichtlich nicht sehr valide sind und dass man da eben sehr unterschiedlich das einschätzen kann. Am Ende kommt dann raus, eben als narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert haben diesen Menschen sieben von diesen Experten, zwei sagen, naja, vielleicht und vier sagen nein. Also das ist, und der Mestl hat das jetzt noch weiter aufgeschlüsselt, also diese unterschiedlichen Kategorien, die Theoretiker greifen zu 43% auf diese Diagnose zurück, bei den Praktikern sind das 67%. Verhaltenstherapeuten sind vorsichtiger mit, die sind zu 29%, kommen zu dieser Diagnose, Psychodynamiker zu 83%. Bei den Frauen sind es 100%, die diesen Menschen so diagnostizieren, bei den Männern sind es 33%. Und der Robert Mestl fragt jetzt, das finde ich ganz lustig, ja, hat er denn jetzt wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Und er muss sagen, na, keine Ahnung. Aber wir wissen jetzt etwas mehr über die Diagnostiker, nämlich die Psychodynamiker, und die Frauen mögen diese Diagnose einfach mehr. Aber damit ist eben dann noch nichts über die entsprechende Person gesagt. Also eben, selbst wenn man sich da auf bestimmte Kriterien geeinigt hat und wenn man da so ein mathematisches Modell draus macht, ja, wenn 5 von 9 erfüllt sind, dann sind sich eben noch nicht mal Fachleute dann darüber einig, ist das jetzt so oder ist das nicht. Also, dass diese Kriterien offensichtlich ziemlich unzuverlässig sind. Jetzt will ich erst mal erzählen, so was in der Praxis alles passieren kann mit diesem Begriff. Also vorab noch so vielleicht ganz harmlos. Ich hatte mal mit einer Frau zu tun, die war in einer Reha-Klinik und die hatte sich dort, sie hatte mir das geschildert, was da an Missständen vorlag, und sie hatte sich darüber beschwert. Das wurde dann im Abschlussbericht aufgegriffen und da wurde gesagt, ja, das ist eine Frau mit narzisstischen Persönlichkeitszügen. Also so, wenn man dann eine berechtigte Kritik hat, wenn man selbstbewusst ist, wenn man sich nicht alles gefallen lässt, wird man dann von diesem Expertensystem sehr schnell sozusagen selbst beschuldigt. Schon ein bisschen schlimmer war das. Ich hatte mal mit jemand zu tun, der hat gearbeitet als Pädagoge in einer Einrichtung für die Betreuung von Kindern. Und er war ein sehr engagierter Mensch. Also der hat sich darüber geärgert, zum Beispiel, dass seine Kollegen, wie er sagt, immer so negativ über die Kinder in Besprechungen geredet haben, oder dass die auch ihre Aufsichtspflicht nicht so richtig wahrgenommen haben, sondern lieber Kaffee trinkend im Büro gesessen haben. Ja, und damit hat er sich natürlich nicht besonders beliebt gemacht, wurde dann immer mehr vom Team ausgegrenzt. Auch die Leiterin der Einrichtung hat ihm da in keiner Weise irgendwie zur Seite gestanden. Folge davon, der hat immer mehr Bluthochdruck entwickelt, Schlafstörungen, und daraus resultierten auch dann wieder psychosomatische Symptome. Dann ist er in eine Therapie gegangen, die war psychoanalytisch orientiert. Da hat er dann die Diagnose bekommen, ja, er sei eine narzisstische Persönlichkeit, hätte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und die Analyse war, ja, diesem Klienten geht es darum, seine eigenen Aggressionen, seine aggressiven Selbstanteile nach außen zu projizieren, um sie dann dort bekämpfen zu können. Also da geht man überhaupt nicht auf das ein, was passiert. Also das wäre jetzt eben für mich ein klarer Fall von Mobbing, denn dieser Mensch leidet darunter, dass er ausgegrenzt wird und eben für sein engagiertes Arbeiten eben quasi schlecht gemacht wird. Jetzt dreht man ihm aber um in der Therapie. Also der Therapeut glaubt dann besser zu wissen, was mit dem eigentlich los ist. Nämlich, der ist eigentlich der aggressive Teil, der jetzt versucht, oder der da sozusagen nur erfindet, dass seine Kollegen ihn da ausgrenzen würden, und versucht, das jetzt da zu bekämpfen. Und diese Art von Therapie, in Anführungszeichen, die hat über 300 oder an die 300 Stunden gedauert, bis dieser Klient dann Türe schlagend diesen Unsinn verlassen hatte. Also ich konnte diese Therapieanträge dieses Kollegen lesen, und also war eine Fülle von haarsträubenden Unterstellungen immer in Richtung dieses Klienten. Der ganze Spaß kostet die Krankenkasse circa 30.000 Euro, und dem Klienten geht es danach schlechter als vorher. Das ist das Ergebnis davon. Also das passiert mit diesem Zauberwort narzisstische Persönlichkeitsstörung. Oder anderer Fall, ich hatte über Internet Kontakt bekommen mit einer Frau, es war eine Lehrerin. Ich war da in so einem Verein tätig, der sich so kritisch mit Psychiatrie beschäftigt hat. Und ja, diese Frau hatte Probleme im Rahmen eines Sorgerechtsstreits. Also sie hatte einen Mann kennengelernt, den sie sehr schnell geheiratet hat. Ich glaube, nach 2, 3 Monaten schon, als sie dann schwanger wurde, hat der eigentlich sie gedrängt, das Kind abtreiben zu lassen, hat sie da auch zunehmend aggressiv behandelt. Also das wurde es kam dann zu einem Gutachten im Rahmen eines Sorgerechtsstreits. Das hatte ich dann alles diesem Gutachten entnommen. Also das hatte diese Gutachterin, das war eine Ärztin, auch alles aufgenommen.
Also, dass der eben auch rechtskräftig verurteilt war. Der hatte ihr die Hüfte gebrochen, die Nase gebrochen, der hatte sie immer wieder gegen die Wand geschleudert, sie mit an den Haaren gepackt und mit dem Kopf auch gegen die Wand geschlagen, hatte das Kind auch aggressiv behandelt. Und diese Frau hatte sich dann kurz nach der Geburt von diesem Mann schweren Herzens getrennt, weil sie ihrem Kind eigentlich eine Familie erhalten wollte. Und eben als das Kind dann 8 Jahre alt war, wollte der Vater auf einmal jetzt mehr mit seinem Sohn zu tun haben, hat dann eben einen Sorgerechtsstreit angefangen. Da wurde dann eine Gutachterin bestellt, die eben über diese Frau eben auch so ihr Gutachten anfertigen sollte. Da hatte dann parallel auch, oder als es dann im Rahmen dieser Vereinsgeschichte, also dieser kritische Verein, der sich kritisch mit der Psychiatrie auseinandersetzt, hatte auch ein Psychiater diese Frau auch begutachtet und festgestellt, eine völlig normale Frau, hat als Lehrerin gearbeitet, war in ihrem Beruf sehr beliebt. In dem Gutachten wird dann aber mit haarsträubenden Argumenten herbeigezerrt, das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die bei dieser Frau vorliegt. Und wie das dann eben ist mit so Gutachten, das Gericht sagt, naja, haben keine Ahnung von der Materie, wir überlassen uns oder verlassen uns auf die Fachleute. Und ja, das Urteil war, erstmal wurde das Kind ihr weggenommen, das hat 1,5 Jahre im Heim gelebt, unter schweren, schlechten Bedingungen. Also die Mutter hat gesagt, er hatte mehrfach blaue Flecken und niemand hat ihr erklärt, wo das herkam. Das Heim lag sehr weit von ihr weg, also sie konnte ihren Sohn noch nicht mal richtig besuchen. Und nach 1,5 Jahren hat dann ein Obergericht entschieden, das Kind ist beim Vater viel besser aufgehoben als bei dieser narzisstisch persönlichkeitsgestörten Mutter. Anderes Beispiel, ich weiß nicht, wer das vielleicht gesehen hat, da war mal eine Dokumentation in der ARD im August 2021. Da gibt es so einen Kinderpsychiater, Michael Winterhoff, der ist so hervorgetreten mit Büchern über Kinder, dass das so kleine Tyrannen sind und dass man eben deren Willen sozusagen brechen muss. Er selber hat, und das wurde ihm gezeigt, war sozusagen als Experte oder Berater für mehrere Kinderheime aktiv und hat eben zum Teil auch für die Unterbringung dieser Kinder in diesen Heimen gesorgt, eben zum Teil mit auch völlig absurder Argumentation. Also Kinder, die überhaupt keine Symptome hatten, wurden dann da in eine stationäre Einrichtung gebracht, bekamen dann von dem Herrn Professor Winterhoff quasi serienmäßig ein schweres Neuroleptikum verurteilt, was die völlig sediert hat. Also die konnten dann zum Teil gar nicht mehr richtig in der Schule mitkommen, weil sie so schläfrig waren. Und die Standarddiagnose von dem Herrn Winterhoff war Entwicklungsverzögerung mit Fixierung auf der narzisstischen Phase. Also das kann man damit machen, mit diesem Begriff kann man dann die allerschwerste Medikation für Kinder, die dadurch sozusagen geschädigt werden, scheinmäßig begründen. Das hier ist ein ausgesprochener Narzissmus-Experte, der Professor Kernberg. Er ist beim Ödipus-Komplex, habe ich ihn schon mal vorgestellt. Der hat dicke Bücher zum Narzissmus geschrieben. Er sagt zum Beispiel über narzisstische Persönlichkeiten, hinter einer oft recht charmanten und gewinnenden Fassade spürt man etwas Kaltes und Unerbittliches. Und wenn man die charmante Fassade von Herrn Kernberg so sieht und wenn man weiß, wie er agiert, muss man sagen, könnte man ihn als eine solche narzisstische Persönlichkeit charakterisieren. Er hat, das hatte ich beim Ödipus-Komplex auch schon mal zitiert, 1997 einen sehr, sehr, sehr beachtenswerten Vortrag gehalten, Persönlichkeitsentwicklung und Trauma. Das kann man heute noch als CD erwerben. Das kann man sich alles im Originalton anhören. Und er hat es dann noch eben 2 Jahre später publiziert in der Zeitschrift, die er praktischerweise selbst mit herausgibt. Also da gab es dann offensichtlich keine kritischen Einwände, dass er seine Ungeheuerlichkeiten eben auch noch schwarz auf weiß abdruckt. Und ich zitiere jetzt aus dieser Audioaufnahme einen Fall, wo es um eine Frau mit antisozialer Persönlichkeit
Störung geht. Und antisoziale Persönlichkeit ist in der Fachwelt sozusagen eine der schwersten narzisstischen Pathologien. Also wir kriegen jetzt hier den Fall einer Narzisstin geschildert. Ein drittes Syndrom, das natürlich sehr häufig ist, ist die Transformation des Opfers in einen Täter. Vielleicht ist der schwerste Fall, den wir haben, einer Patientin mit einer antisozialen Persönlichkeit, die unter Inzest litt, dessen Vater sie sexuell missbrauchte, mit schweren Depressionen und Selbstmordversuchen, die ihren Therapeuten sexuell verführte. Sie riefen zu sich nach Hause unter Bedrohung schweres Selbstmord, empfing in Negligé und nur er konnte sie retten, ein junger Psychiater in Ausbildung mit schweren narzisstischen Problemen. Und ist das hier ungewöhnlich? Sie hatte ein Tagebuch und sie hatte auch eine homosexuelle Freundin. Sie beging Selbstmord, sandte das Tagebuch mit einer genauen Beschreibung des sexuellen Verkehrs mit ihrem männlichen Therapeuten, dieser homosexuellen Freundin, die dann ein Gerichtsverfahren gegen den Therapeuten und gegen unser Spital einleitete. Also Sie sehen, wie sie im Tode sich noch, wie sie Opfer und Täter zugleich wurde. Ein tragischer Fall, der aber nicht so außerordentlich oder ungewöhnlich ist, wie Sie sich vorstellen würden. Also das ist in seiner Ungeheuerlichkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Also da bringt der Kernberg ein Publikum von über 1000 Fachleuten, bringt er zum Lachen, als er einen Fall schildert, dass in seiner Klinik ein Therapeut eine Frau, die schon als Kind Inzest erlitten hatte, die er dann verführt und dann aber abrupt fallen lässt und die dann in ihrer Verzweiflung sich das Leben nimmt. Und da bringt er das Publikum zum Lachen. Und ich meine, in dieser Fallgeschichte wird mir überhaupt nichts deutlich. Also das ist beschämend, dass ein Professor, ein Fachmann, wenn der sich mit der Leidensgeschichte einer Patientin, wenn er die vorstellen will auf einer Fortbildungsveranstaltung, da wird mir überhaupt gar nichts klar von dem, was dort eigentlich los gewesen ist. Es wird nur klar, dass dieser Patientin die Schuld zugeschoben wird. Also sie hat den armen Therapeuten verführt. Und eben sie ist als antisoziale Persönlichkeit, also mit ihrer narzisstischen Störung, eben schuld an dem ganzen Verhängnis. Und eben, wie Sie sehen, wie sie im Tode sich noch, also ich meine, das ist wahrscheinlich, wie der Rechte sagen, völlig absurd. Und anstatt irgendwie sich an der Stelle mit dem Therapeutenverhalten auseinanderzusetzen und zu sagen, ist das Schlimmste, was man da machen kann und sowas kann daraus passieren und resultieren, entwickelt er ja eher Rechtfertigungsstrategien. Also wenn jemand grob unverantwortlich handelt in diesem Beruf, kann man dann eben mit dem Begriff Narzissmus, narzisstische Störung oder antisoziale Persönlichkeit die Schuld dem Opfer zuschieben. Ich habe das, glaube ich, in meinem Ödipus-Komplex schon gesagt. Ich glaube, diese Rede von Kernberg dient damals dazu, sozusagen den 100-jährigen Geburtstag des Ödipus-Komplexes zu feiern. Also der Ödipus-Komplex ist ja der Begriff, mit dem auf markanteste Weise eigentlich dem eigentlichen Opfer, also dem Kind sozusagen die Schuld zugeschoben wird, also dass das Kind sozusagen den Inzest haben möchte oder die Aggression gegen den Vater wendet, was ja eben bei Sophokles eben ganz klar genau andersrum und zwar richtig erzählt wird. Also in der Praxis ist es auch immer so, in der Regel habe ich es in der Praxis damit mit Menschen zu tun, die als Kinder
Opfer geworden sind von Gewalt, von Unterdrückung, manchmal von Schicksal, von Krankheit, von allem Möglichen, aber nicht, dass die Kinder irgendwie jetzt außer Rand und Band geraten und da jetzt ihre Eltern irgendwie bedrängen wollen. Aber eben im Rahmen dieser Festigung von dieser Freudschen Ideologie hat der Kernberg eben da diesen Vortrag gehalten und dazu eben auch jetzt dieses Fallbeispiel mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit der angeblichen vorgetragen. Auch hier sind zwei Herrschaften, wo man sagen könnte, hinter einer oft recht charmanten und gewinnenden Fassade spürt man etwas Kaltes oder Friedliches. Das sind zwei Herrschaften, Gerhard Dammann und Beneš, die im Jahr 2005 einen Artikel verfassen, der ist auch im Internet nachzulesen, indem sie das Kernberg-Fallbeispiel nochmal aufgreifen. Also es ist nicht hundertprozentig deutlich, sie beziehen sich nicht auf den Kernberg-Artikel oder seinen mündlichen Vortrag, sondern sie sagen nur, ja, das ist ein Fall, der den Kernberg vorgestellt hat. In der Kernberg-Literatur, die sie angeben, findet man so einen Fall nicht. Aber wenn man eben liest, worum es dabei geht, kann man schließen, das ist genau der Fall, den ich jetzt hier gerade vorgestellt hatte. Und da schreiben eben diese beiden, eine 34-jährige Patientin mit einer destruktiven narzisstischen Persönlichkeitsstörung, setzte sich zum Ziel, mit ihrem Psychotherapeuten eine Affäre zu beginnen. Seine offensichtliche Unkorrumpierbarkeit, seine intakt erscheinenden Familienverhältnisse und die Tatsache, dass er für sie wie nicht erreichbar schien, reizten sie und ihren Neid dabei besonders. Die Patientin unternahm relativ drastische und eindeutige Anstrengungen, um den Therapeuten zu verführen, bis ihr dieses schließlich auch gelang. Allerdings beendete der Therapeut bereits nach kurzer Zeit die Beziehung zu ihr aus Angst davor, seinen familiären Rückhalt zu verlieren, aber auch infolge eigener ethischer Bedenken, nachdem er bereits zuvor die Therapie beendet hatte. Also auch hier ist wieder klar, da wird von vornherein diese Klientin, das ist schon so ein Luder, die kommt nur in die Therapie, um den armen Kerl zu verführen. Der ist aber einer mit hohen ethischen Ansprüchen, naja, und hat sich dann halt, war zu schwach, hat sich von diesem Biest dann verführen lassen, hat aber dann sehr schnell konsequent auch wieder abgebrochen. Die Patientin geriet darauf in eine schwere Krise, fühlte sich verraten, weggeworfen und von ihren Therapeuten missbraucht. Sie unternahm dringliche Versuche, ihn als Liebhaber oder zumindest als Therapeut zurückzugewinnen. Nachdem diese Versuche nicht fruchteten, tyrannisierte sie ihn mit Telefonterror. Schließlich suizidierte sie sich und hinterließ einen Abschiedsbrief an ihre geschockte Freundin, aus dem hervorging, dass sie von ihrem Therapeuten sexuell missbraucht worden sei, was sie dadurch belegte, dass sie dem Schreiben den einzigen Liebesbrief, den sie von dem Psychotherapeuten erhalten hatte, beilegte. Also es war ja nur ein einziger Liebesbrief. Also so schlimm kann das doch jetzt nicht gewesen sein. Also das ist für mich so eine widerwärtige Verhöhnung und fortgesetzte Diffamierung dieser Klientin, die dadurch eine völlig unkompetente Behandlung in eine schwere Krise gerät und sich im Laufe dieser Krise das Leben genommen hatte. Und auch diese beiden unternehmen sozusagen den Versuch, den Therapeuten sozusagen reinzuwaschen. Manchmal hatte ich sogar den Verdacht, also der Gerhard Dammann galt mal als Kronprinz von dem Kernberg, der hätte sozusagen den ablösen sollen, der ist inzwischen allerdings schon verstorben. Manchmal habe ich mir schon überlegt, ob der Dammann selbst sozusagen dieser Therapeut war, der das mit dieser Klientin gemacht hat, weil die sehr viel Detailwissen zu diesem Fall jetzt hier noch mit reinpacken, der in dieser Literatur, also in dem Vortrag von Kernberg, da wo er das publiziert hat, gar nicht drinsteht. Also wie kommen die an diese ganzen Informationen, das würde mich interessieren. Also da könnte zumindest die Frau Derisch heute noch Auskunft geben. Also nicht etwa, dass man sich da mit diesem schweren Behandlungsfehler auseinandersetzt, sondern eben es ist klar, das Opfer wird beschuldigt. Ja, das waren die Fälle aus der Praxis jetzt. Zu dem, wie dieser komische Begriff eigentlich entsteht. Und der beginnt eben mit dem Havelock Ellis. Havelock Ellis ist ein Privatgelehrter, der sich eben mit Publikationen oder seine wirtschaftliche Existenz dadurch bestreitet, dass er immer wieder Dinge publiziert. Er hat Medizin studiert, aber eben dann nicht als Arzt praktiziert. Und er hat 1898 einen Aufsatz veröffentlicht über
sogenannten Autoerotismus. Und den Autoerotismus hat er definiert als das Phänomen der spontanen geschlechtlichen Erregung ohne irgendwelche Anregung direkter oder indirekter Art seitens einer anderen Person. Und was er damit meinte, war zum Beispiel das Tagträumen mit sexuellem Inhalt. Jetzt hat er dann unter diesen Oberbegriff von Autoerotismus dann eine narzisstähnliche Tendenz sozusagen, als wäre das so ein Unter dieses Autoerotismus, dann eben geschrieben. Ich möchte die Tendenz erwähnen, die manchmal vielleicht hauptsächlich bei Frauen vorkommt, dass nämlich sexuelle Gefühle in der Selbstbewunderung absorbiert werden und dabei oft gänzlich verloren gehen. Diese narzissähnliche Tendenz, deren Normalität bei Frauen durch den Spiegel symbolisiert ist, kommt in geringerem Maß bei manchen weiblich gesonnenen Männern, aber anscheinend sehr selten bei Männern, losgelöst von dem Streben nach sexueller Anziehung gegenüber anderen Personen vor, welchem sie natürlich üblicherweise untergeordnet ist. Also, dass sich selbst bespiegeln, ist sozusagen ganz in Ordnung, wenn es darum geht, sozusagen sich attraktiv zu machen für das andere Geschlecht. Aber jetzt hat er da so Fälle beobachtet, wo eben diese Selbstbewunderung sozusagen ganz für sich existiert. Und eben, er beschreibt dabei ein einziges Fallbeispiel von einer Frau, die sich eben quasi auch ganz selbst genügt. Die hat keine Beziehung und die verachtet eigentlich Frauen, aber mit Männern will sie auch nichts zu tun haben. So, das ist das einzige Fallbeispiel von Alice, wo er sagt, das ist eine, ich habe da jetzt ein neues Symptom entdeckt, narzissähnliche Tendenz. Und das hat er darunter verstanden. Das ist die Quelle, wo jetzt der Begriff Narzissmus entsteht. Diesen Text greift ein deutscher Psychiater, Paul Näcke, auf. Also Paul Näcke und Herlock Ellis waren befreundet, die standen so quasi in Kontakt. Und der eine in England hat immer wieder die Texte von Näcke auch mal quasi ins Englische übersetzt. Der Näcke hat immer wieder das von Ellis auch ins Deutsche übersetzt. Und so greift der Näcke eben jetzt auch diesen Artikel von Alice auf und stößt dabei aber ein bisschen auf den Widerspruch, den der Alice ja selber produziert. Also einerseits sagt er, diese narzissähnliche Tendenz ist ein Teil des Autoerotismus. Den Autoerotismus hat er aber definiert als Zustand mit sexueller Erregung. Und der Näcke versucht da jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen schlüssiger zu werden und sagt, viel seltener als das Tagträumen ist der Narzissmus. Also das ist die Stelle, wo der Begriff Narzissmus das Licht der Welt erblickt. Und offensichtlich ist es so, der Näcke versucht, diese narzissähnliche Tendenz, die der Ellis sozusagen benannt hat, quasi zu übersetzen. Also und sagt eben, das ist viel seltener als das Tagträumen, die Selbstverliebtheit. Hier ist die Grenze gegen bloße Eitelkeit zu ziehen. Und nur dort, wo das Betrachten des eigenen Ichs oder seiner Teile von deutlichen Zeichen des Orgasmus begleitet ist, kann mit Fug und Recht von Narzissmus gesprochen werden. Das wäre der klassischste Fall von Autoerotismus im Sinne von Harriet Ellis. Nach ihm soll Narzissmus besonders bei Frauen sich finden, vielleicht weil der normale Keim dazu vom Spiegel symbolisiert wird. Also, der Ellis definiert jetzt sozusagen noch ein Stück anders, der Näcke definiert jetzt ein Stück anders als der Ellis und das ist für ihn Narzissmus, wenn er beobachtet, dass Menschen in dem Moment, wo sie sich selbst betrachten, Zeichen von eines Orgasmus zeigen. Und was er sofort sagt, das ist etwas ganz, ganz Seltenes. Also der Näcke ist Psychiater in einer großen Klinik, Klinik Hubertusburg bei Leipzig. Er hat 1500 ungefähr Irrsinnige, wie er sie nennt, unter seiner Obhut. Davon sind 1000 Frauen ungefähr und 500 Männer. Und er sagt jetzt, in diesem großen Pool von Irrsinnigen hat er dieses Symptom bei einer einzigen Frau gefunden. Also das ist für ihn was so Seltenes, dass er es schon gar nicht in seine Statistik aufnimmt. Also er hat einen Artikel geschrieben über die sexuellen Perversitäten in den Irrenanstalten und listet da alles Mögliche auf. Und den Narzissmus erwähnt er kurz, aber er nimmt ihn gar nicht auf, weil der eben so vollkommen selten ist, dass der eigentlich quasi ohne Bedeutung ist. Bei den Männern hat er auch
gefunden, dass Männer sich sehr ausgiebig im Spiegel betrachten und sich für sehr schön halten, obwohl, wie Näcke eben meint, dafür gar kein Grund vorhanden ist, sich da schön zu finden. Und er charakterisiert das dann eher als Pseudonarzissmus, weil er dort kein Zeichen von sexueller Erregung findet. Also das ist sozusagen das nur sozusagen sich vom Spiegelbild in den Bann gezogen fühlen, ohne dabei jetzt sexuelle Erregung, dass die da wahrnehmbar wäre. Und wahrscheinlich würde er jetzt eben auch den Fall von Alice eben als so einen Pseudonarzissmus kategorisieren. Also das ist die Entstehung des Begriffes Narzissmus, eben in der Definition von dem, der diesen Begriff geschaffen hat, eben da, wo das Betrachten des eigenen Ichs oder seiner Teile von deutlichen Zeichen des Orgasmus begleitet ist. Wenn man jetzt anguckt, dieser Narzissmus-Begriff wird eben in dieser frühen Zeit mehrfach umkreist. Da gibt es eben als erstes diesen Aufsatz von Ellis, dann eben Näcke hat 1899 zwei Aufsätze geschrieben, wo der Narzissmusbegriff auftaucht. Erst im zweiten kommt dann diese Definition, die ich da vorgetragen habe. Dann wird dieser Beitrag von Ellis, wird dann im Jahr 1900 zum Kapitel in einem Buch, und da hat der Ellis selbst schon wieder ein bisschen an seiner Definition rumgeschraubt. Der Näcke schreibt 1906 nochmal einen Artikel, wo er jetzt sagt, er hätte jetzt auch einen Fall von echten Narzissmus bei Männern gefunden. Also eben 7 Jahre später hat er jetzt mal einen bei seinen 500 Männern, einen Fall von männlichem Narzissmus gefunden, eben nach dieser Definition. 1907 wird dieses Buch von Alice in dritter Auflage veröffentlicht. Da hat er noch mal ein bisschen was an seiner Definition verändert. Dann kommt der Beitrag von Freud im Jahr 1914. Dann hat das Buch von Alice noch mal eine vierte Auflage erwähnt. Da hat er noch mal eine entscheidende Veränderung mit eingeführt, indem er sich noch mal auf einen anderen Autor bezieht. Und schließlich 1927 hat er, weil zu dem Zeitpunkt dann bereits der Begriff Narzissmus schon sehr populär war, und dann haben die Leute auch gefragt, ja, wo kommt denn der eigentlich her? Und dann haben sie eben festgestellt, ja, das waren Alice und Näcke, die den geschaffen haben. Und da war der Alice gebeten, doch nochmal zu rekapitulieren, sind die eigentlich darauf gekommen? Das ist auch ein ganz interessanter Artikel, wenn man sozusagen verstehen will, was ist da eigentlich gelaufen? Also eben auch zwischen diesen beiden Männern, Alice und Näcke, die sich offensichtlich auch nicht wirklich verstanden haben. Also da gab es schon zwischen denen Missverständnisse. Aber aus diesem Satz von Missverständnissen ist eben dieser Begriff geschaffen worden. Jetzt, wenn man eben, ich habe das mal versucht, so tabellarisch irgendwie so ein bisschen zu fassen zu kriegen, und sage eben, ja, Narzissmus kann man jetzt sehen, das ist eben Selbstbewunderung, und ja, die ist entweder selten oder häufig, die ist homosexuell oder nicht homosexuell, die hat mit Berührung zu tun oder ist ohne Berührung, mit Orgasmus, ohne Orgasmus, pathologisch oder normal, kommt vor allem bei Frauen vor oder vor allem bei Männern. Und ach so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also das war für Alice und Näcke, also diese Urheber, auch klar. Das hat nichts mit Homosexualität zu tun. Da waren die beiden auch vollkommen klar. Und jetzt, also bei diesen ersten beiden Kategorien sind sich Alice und Näcke noch relativ einig. Also das ist was sehr, sehr selten vorkommt. Und eben, wie gerade noch mal gesagt, das hat mit Homosexualität nichts zu tun. Da bleiben die sich auch eben über alle Artikel hinweg eben gleich. Jetzt, ob es da jetzt zur Berührung kommt oder nicht, das ist jetzt nicht so ganz. Da hat der Ellis da 1922 so einen Ausreißer. Also vorher ist dann ja eben der Näcke, der ja eben sagt, definiert nur da, wo das Betrachten des Ichs oder seiner Teile davon begleitet ist, spricht man von Narzissmus. Erzählt aber, dass diese Frau sich den Arm küsst. Also von daher kommt es ja doch zu einer gewissen Berührung. Deswegen ist das nur in Klammern. Ob da jetzt Orgasmus mit dabei sein muss oder nicht, also das, was der Ellis da beschreibt, ob das jetzt wirklich dann Zeichen von einem Orgasmus sind, das sei noch mal
dahingestellt. Für den Alice ist das eben vorher klar, das muss nicht dabei sein. 1922 in der vierten Auflage bezieht er sich aber auf jemand, wo eben offensichtlich auch sexuelle Erregung dabei ist. Also da ist er sich eben selbst mit sich selbst im Widerspruch. Dass das für den Alice tatsächlich eher was Pathologisches ist, weil er das ja auch wirklich sehr eingeschränkt definiert. Also das Betrachten des eigenen Ichs führt zum Orgasmus. Der Alice, der das eben eher auf so einer ja, intensiven Form des Selbstbespiegelns hält, der auch später noch mal ganz ausdrücklich sagt, dass das eben in keiner Weise für ihn jetzt eine Perversion ist. Ja, und eben, ob das jetzt vor allem bei Frauen oder Männern vorkommt, der Ellis sagt ja direkt, ja, das ist vor allem bei Frauen. Der Näcke, der ja sozusagen empirisch forscht, also der nach Fällen sucht und seine Stichproben beschreibt, könnte man sagen, da haben die Männer eher den Überhang. So empirisch betrachtet sind bei dem Phänomen, das der Näcke als Narzissmus beschreibt, sind es eben, kann man fast sagen, doppelt so viele Männer wie Frauen. So, damit ist dieser Begriff Narzissmus aber schon mal in der Welt. Und der erste von der psychoanalytischen Schule, der das aufgreift, ist der Isidor Sadka. Das ist so einer der ersten Freud-Schüler. Und der schreibt dann in einem Artikel von 1910 den Satz: Der Weg zur Homosexualität führt nämlich stets über den Narzissmus, das heißt die Liebe zum eigenen Ich. Die Verliebtheit in die eigene Person, hinter welcher sich die in die eigenen Genitalien verbirgt, ist ein nie zu fehlendes Entwicklungsstadium. Also, jetzt ist eben klar, dass was Ellis und Näcke eben ausdrücklich verneint haben, nein, das hat nichts mit Homosexualität zu tun, wird jetzt eben umgedreht. Ja, das ist besonders bei Homosexuellen, ist das ein ganz wichtiges Ding. Und eben, während die beiden vorher gesagt haben, nein, das ist was ganz Seltenes, sagt der Sadka jetzt, ja, jeder Mensch geht da durch dieses Entwicklungsstadium durch. Also das ist was sozusagen, wo keiner dran vorbeikommt. Das ist schon lustig, oder? Ein Jahr später kommt dann Otto Rank, auch das ist ein Freud-Schüler. Otto Rank zum Beispiel, der hat, ich hatte ja das beim letzten Mal erzählt, diesen sehr umfangreiche Darstellung des Mythos von Friedrich Kiesselaff, dieses Buch von 1888. Rank bezieht sich bei seinem Aufsatz ausdrücklich auf diese detaillierte Darstellung, schöne Darstellung von Wieseler. Tut aber so, als hätte er ihn überhaupt nicht verstanden oder dreht ihm sozusagen auch noch die Worte im Mund herum. Und der schreibt dann 1911, seitdem Havelock Ellis zuerst die Aufmerksamkeit auf den pathologischen Zustand der Verliebtheit in die eigene Person als eine besondere Form des Autoerotismus gelenkt hat, wurde diese Erscheinung, die Näcke einem Winkel von Ellis folgend Narzissmus nannte, von einzelnen Forschern gelegentlich gestreift. Also hier schon im ersten Satz, also so beginnt der Aufsatz von Rank, sind schon zwei Fehler, also der Ellis hatte eben gerade nicht von dem pathologischen Zustand gesprochen, sondern dass für den war das eben sehr nah am Normalen. Und der Ellis hatte eben nicht von Narzissmus gesprochen, wie es von der Begriff Logik eigentlich heißen müsste, sondern der Paul Necke hatte schon Narzissmus verwendet und es eben dieses Phänomen so genau. Doch ist außer ein paar recht interessanten kasuistischen und literarischen Hinweisen nichts über den Ursprung und den tieferen Sinn bekannt geworden. Der psychoanalytischen Forschung war es auch hier vorbehalten, ein erstes Licht auf die Genese und die vermutlichen psychosexuellen Zusammenhänge dieser eigenartigen Libido-Einstellung zu werfen, ohne dass es jedoch damit gelungen wäre, deren Bedeutung für das Seelen- und Liebesleben der Menschen ihren vollen Umfang nach würdigen zu lernen. Also das ist schon eigentlich ziemlich grotesk, diese beiden Männer, die da jetzt so ein Phänomen beschrieben haben, das sie sehr, sehr, sehr selten mal wahrgenommen haben. Das wird gerät jetzt in den Fokus der psychoanalytischen Aufmerksamkeit. Und ja, da scheint es jetzt ganz wichtig sein, sich mal mit den Ursprüngen und den Hintergründen sozusagen auseinanderzusetzen.
Und da kommt man eben dann schon, wie schon von zuvor erwähnt, dazu, eben zu sagen, das, was die beiden Urheber ja ausdrücklich gesagt hatten, sehr selten, das wird jetzt eben allgemeines Entwicklungsstadium und hat mit Homosexualität nichts zu tun, wird jetzt eben, ist gerade bei den Homosexuellen verbreitet. Dann betritt der große Sigmund Freud die Bühne. Und das ist der Satz, mit dem er seine Abhandlung von 1914 beginnt, zur Einführung des Narzissmus. Der Terminus Narzissmus entstammt der klinischen Deskription und ist von Pliennecke 1899 zur Bezeichnung jenes Verhaltens gewählt worden, bei welchem ein Individuum den eigenen Leib in ähnlicher Weise behandelt wie sonst den eines Sexualobjekts, ihn also mit sexuellem Wohlgefallen beschaut, streichelt, liebkost, bis er durch diese Vornahmen zur völligen Befriedigung gelangt. In dieser Ausbildung hat der Narzissmus die Bedeutung einer Perversion, welche das gesamte Sexualleben der Person aufgesogen hat und unterliegt darum auch den Erwartungen, mit denen wir an das Studium aller Perversionen herantreten. Also was auch immer da die Erwartungen sein mögen, mit denen Freud und seine Genossen an das Studium von Perversionen herangetreten sein mögen. Hier nochmal, also man behauptet, wir beziehen uns auf das Phänomen, das eben jetzt, er bezieht sich nur auf den Paul Näcke, was der Paul Näcke eben beschrieben hat und sagt, ja, da müssen wir jetzt mal genauer nachgucken. Und was dem Freud dann eben, wo der dann anfängt, der sagt, ja, also natürlich. So typisches narzisstisches Verhalten, das findet man bei Schizophrenen und Größenwahnsinnigen, bei Kindern und bei Primitiven, bei Perversen und Homosexuellen und bei Frauen und Müttern. Und wenn man sich jetzt anguckt, ja, dieser Narzisst, diese Gestalt aus dem Mythos, ja, in der Erzählung kein Hinweis, dass der irgendwie schizophren oder größenwahnsinnig wäre. Er ist auch kein Kind mehr. Also er wird als 16-jähriger Jugendlicher beschrieben. Die alten Griechen waren jetzt auch nicht unbedingt ein primitives Volk, sondern eher so eins von den entwickelteren. Und naja, in die Kategorie Frauen und pervers kann man ihm eigentlich nichts nachsagen. Homosexuell ist er gerade nicht. Also er lehnt ja ausdrücklich das Angebot von zwei Männern ab. Und naja, in die Kategorie Frauen und Mütter passt er jetzt auch nicht gerade rein. Also, das scheint den Leuten noch nicht mal so aufzufallen, dass das jetzt wirklich ein völliger Begriff ist, der mit diesem Mythos eben schon gar nichts mehr zu tun hat. Und ja, wenn man jetzt eben sich anguckt, also im Vergleich zu den Begriffselementen von Ellis und Näcke, ist jetzt hier eben die Position von Freud noch hier mit eingetragen. Also für den Freund ist das natürlich was sehr Häufiges und eben hat sehr stark mit Homosexualität zu tun. Bei ihm ist die Berührung, also der eigene Leib wird liebkost und gestreichelt zu tun. Was der Freund selbst, bis er zur völligen Befriedigung kommt, könnte man jetzt vermuten, dass er damit den Orgasmus meint. Es ist klar, dass das irgendwas was Hochpathologisches ist und da natürlich auch, dass das vor allem bei Frauen vorkommt. Also Freud ist ja ein totaler Frauenfeind. Also da spiegelt sich, glaube ich, sein sehr missratenes Verhältnis zu seiner Mama Amalia. Und das schlägt sich hier eben auch in dieser Begriffsdefinition nieder. Also man sieht, dieser Begriff ist schon von Beginn an völlig verwirrend und eben mit größten Unklarheiten besetzt. Das wird dann auch in der Fachliteratur immer mal wieder benannt. Also es gibt dann einen Autor, der sagt, ja, es gibt nur zwei Aussagen, über die sich die Psychoanalytiker jetzt in Bezug auf den Narzissmus einig sind. Dieser Begriff ist sehr verwirrend, aber er gehört zu den wichtigsten Konzepten der Psychoanalyse. Also da kann man schon staunen. Man erklärt dann ein sehr verwirrendes Konzept zu den wichtigsten Bestandteilen oder den wichtigsten Werkzeugen der Psychoanalyse. Ja, wenn man verwirren möchte, muss man genau so etwas machen. Man muss verwirrende Begriffe schaffen, wo niemand mehr genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Das hat den Vorteil, man kann diesen Begriff, man kann dieses Etikett jedermann anhängen.
Und lässt das dann halt eben ganz diffus im Unklaren. Ist das jetzt was Hochpathologisches, Gemeingefährliches oder ist das eigentlich, was wir alle haben und jeder von uns ist irgendwie narzisstisch? Also, das ist mit diesem Begriff möglich. Jetzt ist es so, dass eben mit diesem entstandenen Begriff diese Fachleute dann auch nochmal auf den Mythos zurückgucken. Das habe ich in verschiedenen Fachbüchern mal angeguckt. Hier jetzt ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Ich habe das auf meiner Webseite narzissmus-diskussion.de, habe ich da mehr Leute und eben auch etwas ausführlicher beschrieben. Also wie gesagt, die gucken sich jetzt nochmal den Mythos an, die zitieren dann auch eben das, was die davon übernehmen und gucken dann mit ihrer geschulten Narzissmusbrille da drauf. Da ist zum Beispiel die Frau Bärbel Wadecki mit ihrem Buch Eitel Liebe von 2009 und die schreibt eben zum Beispiel, aber er, also Narziss, wehrte nicht nur ihre, also die Liebe von Echo und Arminias ab, er brachte seine Verehrer und Verehrerinnen auch um ihr Leben. Also zur Erinnerung, die Echo, die dann vor sich dahin sieht, weil der Narzisst mit guten Gründen sagt, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, du kannst mir immer nur die letzten Worte nachplappern. Oder der Arminias, lauter Frust, sich das Leben des Narzisst. Die hat jetzt der Narzisst um ihr Leben gebracht. Das ist ungeheuerlich. Das ist eine Opferbeschuldigung ohnegleichen. Da frage ich mich, was hat diese Frau von Psychodynamik verstanden? Das muss man doch begreifen, wenn jemand bedrängt wird, eine Beziehung einzugehen, was weiß ich, zum Beispiel von dem Mann und der sagt, nee, ich stehe nicht auf Männer oder selbst wenn ich schwul bin, aber nicht mit dir oder eben mit dieser hohlen Nymphe Echo, ist doch völlig klar, dass der sagt nein. Aber weil die dann so verzweifeln und nicht mehr weiterleben können, dann zu sagen, Narzisst, du bist schuld, das ist Opferbeschuldigung. Oder sie sagt dann, seine Beziehungen ruhen hauptsächlich auf Bewunderung und Äußerlichkeiten, ihnen fehlt die Tiefe, die Narzisst durch Ablehnung jeglicher Liebe und Nähe selbst verhindert. Also auch völlig grotesk. In dem Mythos habe ich ja gesagt, er liebt seine Zwillingsschwester, er liebt seine Eltern und mit 16 Jahren, ja, ich meine, da hat er noch gar kein Interesse, sich auf jede sich bietende sexuelle Affäre einzugehen. Also da so ein Urteil zu fällen, da dem fehlt jede Tiefe und der lehnt jegliche Liebe und Nähe selbst ab. Nein, aber der lehnt mit guten Gründen die Nähe zu Menschen ab, mit denen er halt nichts am Hut hat. Und das ist völlig berechtigt. Und das ist eigentlich ein emanzipatorischer Akt, ein selbstbewusster Akt. Ich suche mir meine Beziehungen aus. Ich möchte bestimmen, wer meine intimen Grenzen überschreitet und wer nicht. Das ist ein absolut selbstverständliches Recht. Hans-Joachim Maas hatte ich, glaube ich, auch schon beim letzten Mal erwähnt. Der ist jemand, der den Mythos eben radikal verfälscht, indem er eben davon spricht, dass eine verschmähte Verliebte die Götter angefleht hätte. Das ist aber ganz klar nach der Quelle Ovid. Es ist ein Mann, der eben der die Götter anflieht, das ist der Arminias, weil der Narziss eben ihm nicht willfährig ist. Und klar, wenn ich eben, wie der Maas sagen will, ja, Narzissmus ist eben, wenn man Beziehungen ablehnt, wenn der jetzt sagen würde, ja, der lehnt die Beziehung zu dem Mann ab, ja, würden die Leute ja eher sagen, ja, ist das denn wirklich so komisch oder ist das so ungewöhnlich, dass ein Mann mit einem Homosexuellen jetzt nicht unbedingt eine sexuelle Beziehung haben will? Also das, oder eben ein junger Mann, das Maß, der hochmütig alle Liebesangebote ablehnt, ist zur tragischen Selbstliebe verdammt. Wir erfahren nicht, warum er sich so abweisend verhält. Also das ist wirklich lustig. Der Maß selbst beschreibt über mehrere Zeilen diesen absurden Dialog zwischen Echo und Narziss und dass der Narziss dann nach wenigen Sekunden Streitreis ausnimmt. Weil er eben spürt, mit dieser Frau, die mir immer nur alles nachplappert, da kann ich überhaupt gar keine Beziehung eingehen. Und wenn dann ein Psychologe oder Psychiater sagt, ja, wir erfahren nicht, warum er sich so abweisend verhält. Ja, was braucht er noch an Hilfestellung, um sich so eine Geschichte klarzumachen? Was hat so jemand von menschlichen Dynamiken verstanden? Offensichtlich überhaupt nichts.
Da muss ich nicht noch eine Begründung haben, um dann zu verstehen, dass der sich abweisend verhält. Und der Maas übernimmt auch, der ist, glaube ich, der Erste, der diesen Fake-Mythos, über den ich erzählt hatte, dann in die Fachliteratur in Anführungszeichen dann aufnimmt. Also auch da völlig unkritisch. Also dann auch nicht mal in seinem Buch zitiert, wo er den Case abgeschrieben hat, sondern es einfach mal unzitiert übernimmt. Genau, das war dieser Fake-Mythos, hatte ich beim letzten Mal schon dargestellt. Dann gibt es einen Professor Andreas Marneros, ein Grieche, ein Psychiatrieprofessor, der eben zu dem Narziss in Bezug auf Echo und Arminias behauptet, er hätte sich jetzt unterlassener Hilfeleistung schuldig gemacht. Er habe sich einfach der Beziehung zu ihnen entzogen. Ich meine, ist das denn eine Beziehung? Also ich hatte das ja dargestellt, die Echo schleicht ihm danach. Und irgendwann im Wald, als er dann da nach seinen Freunden ruft und eben die Echo erstmals sein Echo geben kann und sich ihm dann an den Hals wirft, das dauert ja vielleicht 5 Sekunden. Und ist das jetzt schon eine Beziehung, wenn sich einem mal jemand 5 Sekunden an den Hals geworfen hat? Also er habe sich einfach der Beziehung zu ihnen entzogen. Auch das ist ein Psychiater. Also was hat dieser Mensch von menschlichen Dynamiken, von dem, was normal ist unter Menschen oder nicht normal, was hat er davon verstanden? Offensichtlich gar nichts. Was der Maneros dann auch nicht aufnimmt, ist, dass er erwähnt, dass der Narziss ja selbst ermordet wird, weil er dem Elops nicht willfährig ist. Er muss davon gewusst haben, weil er zwei Quellen zitiert, in denen das drinsteht. Unter anderem hat er meinen Artikel von 2008 zitiert. Aber er stellt sich eben dumm und tut so, als hätte er nicht verstanden, was ich damals schon gesagt habe. Dann Eugen Bremermann, den hatte ich auch beim letzten Mal schon kurz erwähnt. Der schreibt zum Beispiel, also es gibt bei dem eine ganze Fülle auch von merkwürdigen Sätzen. Der schreibt eben da, was eine Echo zur prädestinierten Ehegemahlin eines Narkissos erhebt, ist ihre scheinbare Völligkeit. Also der Drewermann glaubt jetzt zu wissen, ja, die Echo, das wäre doch eigentlich die Superpartie. Der versteht gar nicht, dass der Narkissos da gesagt hat, ey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also auch da frage ich, was hat der Herr Drewermann, der sicher ein sehr belesener Mann ist, was hat er von menschlichen Dynamiken verstanden? Da muss ich doch nicht lange überlegen, wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, da kommt eine auf mich zu und die plappert mir ständig alles nach. Da ist doch klar, dass der sagt, nein, will ich nicht. Aber jetzt meint der Drewermann, nee, genau die wäre für den Narziss die richtige gewesen. Und er schreibt dann noch eher, also Narziss wird nicht einmal bemerken, was aus Echo wird, und noch weniger wird er begreifen, welch eine Schuld er selbst daran trägt. Also, ich meine, als Kleriker ist man ja gewöhnt, auch mit Schuld umzugehen und mit Erbsünde und mit dem, was Menschen alles an Schuld auf sich laden. Und auch da hat er offensichtlich keine Möglichkeit, kritisch zu reflektieren, dass dieser Narziss alles andere als schuldig ist. Also auch der, wie gesagt, auf meiner Webseite, es gibt etliche Sätze, ich habe das nur der Kürze halber auf wenige Sätze beschränkt. Reinhard Haller, der dieses komische Geplapper von der Echo zu einem Liebesgeständnis umdefiniert, das eben der Narziss schroff zurückgewiesen habe. Also auch da hat der kein Verständnis dafür, dass man mit Echo nichts zu tun haben will. Vielmehr wirft er dem Narziss vor, ein emotionaler Analphabet zu sein, weil er sich eben abgrenzt von anderen. Ich meine, was weiß ich, wenn man sich das anschaut, das gibt es ja, wenn irgendwelche berühmten Musiker sind oder so, da gibt es ja auch, dass sich ständig irgendwelche Leute in die verliebt haben. Die können ja jetzt auch nicht ständig irgendwie solchen Liebesangeboten nachgehen oder sagen, oh Mensch, wenn die mich jetzt schon lieben, ja, dann muss ich die doch auch lieben. Nein, da gehört es dazu, dass man in der Lage ist, auch sich abzugrenzen. Und da kann man nicht sagen, ja, das ist aber ein emotionaler Analphabet. Warum grenzt er sich so ab? Warum kann der nicht auf diese Liebesangebote angehen? Auch der Herr Haller übernimmt diesen Fake-Mythos, auch ohne dass er die Quellen angegeben hat. Und der Herr Bonelli in seinem Buch Männlicher Narzissmus, der lässt sozusagen erstmal durchscheinen, naja, männliche Narzissten zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele Affären haben. Also in seinem Buch sind sozusagen etliche Fallgeschichten,
von Männern, wobei bei sehr vielen hat er die, bei den meisten, die Männer hat er sogar noch nicht mal irgendwie selber gesehen, sondern nur von ihren Frauen oder Müttern erzählt bekommen. Das ist also auch eine sehr einseitige Datenbasis. Und obwohl er eben auf der einen Seite das so quasi zum Teil des männlichen Narzissmus erklärt, also dass man ständig irgendwelche Affären hat, sagt er jetzt dem Narziss auch nach, er sei narzisstisch, weil er die Affäre mit der Echo ausschlägt. Also jetzt, wie man es macht, man macht es verkehrt. Hätte der Narzisst bei der Echo gesagt, oh ja, klar, komm, lass uns eine Affäre haben, da hätte der Bordelli gesagt, ja, typisch Narzisst, also keine Affäre auslassen. Jetzt sagt der Narzisst aber, nee, Echo, mit dir will ich nicht. Und dann sagt der Bordelli, ja, typisch Narzisst, der kann doch nicht mal mit der Echo eine Beziehung eingehen. Also wie man es macht, man kann es dem armen Kerl im Mund rumdrehen. Und auch der Bonelli übernimmt ganz kritiklos den Fake-Mythos von Wikipedia. Udo Rauchfleisch im Jahr 2017 im Zentrum dieser beiden Versionen des Mythos, und da spricht er von, der zitiert ausdrücklich die Version mit Elops und auch die von Amainias. Im Zentrum dieser beiden Versionen des Mythos stehen, ähnlich wie in der Geschichte der von Narkissos verschmähten Nymphe Echo, die Zurückweisung der Liebeswünsche anderer Menschen. Also, weil der Narzisst sich nicht auf Amainias und Elops einlässt, muss man ihm vorhalten, dass er die Liebeswünsche anderer Menschen zurückweist. Das ist aber nicht nett von ihm. Und das wird dann eben gleich als Unfähigkeit benannt, die Unfähigkeit, die Liebe anderer Menschen anzunehmen und darauf mit eigenen Liebesgefühlen zu antworten. Also wenn man eben nicht auf die Liebesgefühle, die einem von Kreti und Pleti irgendwie angetragen werden, wenn man da nicht mit eigenen Liebesgefühlen antwortet, macht man sich eben verdächtig, beziehungsunfähig zu sein. Auch der Raufleisch zitiert meinen Artikel von 2008 und stellt sich auch dumm und tut so, als hätte er es nicht verstanden. Also dadurch, dass man jetzt diesen Mythos wirklich nochmal ausführlich erzählt und tatsächlich sogar auf diese verschiedenen Varianten eingeht und dabei aber jetzt gleichzeitig noch diese hilfskonforme Deutung überstülpt, also eben, dass man sogar ganz ausdrücklich sagt, ja, da gibt es diesen Amainias und da gibt es diesen Elops, der Elops sogar, der den Narziss umbringt, weil er ihm nicht willfährig ist, da wird dem Narziss dann vorgehalten, ja, er ist halt, das ist eben der typische Narzissmus, man ist beziehungsunfähig und eben viel zu egozentrisch. Also ich bin wirklich überzeugt, dass diese Literatur schon ziemlich bewusst in die Welt gesetzt wird, um einfach diese Verwirrung, um diesen Narzissmusbegriff aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch um diese ganze Opferbeschuldigungsideologie, die damit verbunden ist, eben aufrechterhalten zu können. Eben in Verbindung mit diesem Wikipedia-Fake-Mythos, der das Ganze ja wirklich auch den Narziss vollkommen lächerlich macht, und der eben über 15 Jahre lang von über 90 Menschen kritiklos abgeschrieben wird. Oftmals wird der zur einzigen Referenz noch für den Mythos. Und diese gut verkauften Ratgeber prägen eben das öffentliche Bewusstsein. Damit wird eben das, was der Freud vor über 100 Jahren in die Welt gesetzt hat, nämlich so eine systematische Opfertäterumkehr, wird da zementiert. Und das ist eben, denke ich, ja, einfach ziemlich praktisch in unserer Zeit, wenn man eben schnell dabei sein will, unliebsame Menschen zu diskreditieren. Ja, damit bin ich am Ende eines Vortrags angelangt, nochmal zurückgeblickt. Ich hatte da am Anfang kurz darauf hingewiesen, wie unzuverlässig eigentlich diese Diagnose ist, eben dargestellt an diesem Experiment von Robert Mestl, der da mal 13 Experten auf die Finger geguckt hat.
Dann, dass man eben, was die Folgen in der Praxis sind, ich meine, das kriegt ja nicht jedermann mit, aber wenn man in der therapeutischen Praxis ist, dann kriegt man eben mal so ein Gutachten zu lesen oder man kriegt mit, wie ein anderer Kollege jetzt über jemanden geurteilt hat und dann kennt man die Fachliteratur und dann weiß man, was da für haarsträubende Geschichten mit dieser Narzissmusdiagnose in die Welt gesetzt werden. Das hat eben sicher den Hintergrund, dass schon dieser ganze Begriff schon seit seiner Schöpfung im Grunde unklar ist, wobei eben die Urheber ja tatsächlich noch so ein Phänomen meinen, wie eben sich selbst bespiegelt. Da kann man diesen Mythos vielleicht noch tatsächlich auch hernehmen und sagen, der Narzisst ist eben auch einer, wo so was eine Rolle spielt am Ende, da, als er dann bestraft wird von der Nemesis, dass er da auch so ganz gebannt ist von seinem Spiegelbild. Aber das, was dann eben danach beginnt, diese völlige Ausdehnung, die Psychoanalytiker vornehmen, und zwar eben in völliger Verdrehung zu dem, was die beiden vorher vorgegeben hatten, das macht das Ganze dann natürlich noch verwirrender. Und eben wie im letzten Kapitel nochmal dargestellt, was man eben noch ausführlicher nachlesen kann auf meiner Webseite. Da sind noch mehr Autoren und eben deren Spezialitäten sind dann auch ausführlicher dargestellt. Dass da jetzt sozusagen, indem man dieser überschaubaren Geschichte nochmal ganz ausdrücklich diese narzisstischen Elemente sozusagen nachsagt oder dann diesen Begriff sozusagen da nochmal festigen will, das dient aus meiner Sicht einfach der Stärkung dieser alten Opferbeschuldigungsideologie. Ich hab mich seit 25 Jahren damit auseinandergesetzt. 2021 habe ich dann ein Buch im R.G. Fischer Verlag in Frankfurt rausgebracht, die Narzissmuslüge. Ich habe aus dem Buch auch alle Kapitel gelesen. Das findet man auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Webseite zum Narzissmus ist sozusagen noch mehr als in dem Buch an Material noch mit dargestellt. Ja, damit bin ich am Ende und hoffe, war einigermaßen aufschlussreich und bin jetzt offen für Fragen an